ich sehe uns alle so geil in dem Altersheim. Unsympathisch schauen wir gleich. Oh, Digga, oh! Digga, der ist Knockout, Digga. Der ist Knockout. Hungriger Hugo haben wir schon geguckt. Ja, Bro, weiß ich jetzt nicht. Also weiß ich jetzt wirklich nicht. Nachbarschaft voller Allen! Allen! In meinem Garten steht ein Oh nein, Digga. Oh nein, oh nein, oh nein, Digga. Nimm dir doch einfach einen Hocker, Bro, oder eine Leiter. Ist doch viel entspannter. Voll rutschig, gell? Guck mal, wie du aussiehst. Chilliger Valentinstag, Digga, chillig. Wir haben heute Geburtstag. Und AfD-Werbevideo, was kommt jetzt, Bro? Guck mal! Ich lieb. Guck mal, dieses schöne Auto. Chillig. Sehr gut. Guck mal, diese schöne Twitter. Louis, mein Louis. Guck mal, diese schöne. Und wir alle Libanesen, wir leben von Jobcenter. Oh, Digga, Mann, Alter. Wenn das irgendein Idiot-Nazi sieht, Digga, der denkt wieder, das ist echt. I love you, Jobcenter! Ich wohne einfach Nordpol oder so. Bruder, ich hab mich bös gemault. Aus welchem Kontinent kommt ihr? Kontinent meint er wegen Frankfurt und so? Ja, ja, genau. Aus welchem Kontinent kommst du? Ich bin irgendwo aus Deutschland. Irgendwo aus NRW. Aber ich sag dir nicht meine Postleitzahl. Sag doch Postleitzahl von Kontinent, what the fuck? Oh nein. Der Mundschutz so chillig. Warum? Ach, weil er. Ach so, Digga. Ja. Ich check schon. Das war's. Michi ohne Schussbrille, Salz mit Wasser. Chillig. Werd Moslem, bevor du stirbst! Sag Eschadu! Wallah, hat recht! Bleib Christ, Habibi! Nein, hör nicht auf ihn! Wallah, kommentier dich! Ich muss nicht kommentieren, wie ich gemacht hab! Sag Leila Ilallah! Oh, Digga. Schwierig. Bruder, was geht da ab? Junge, das ist wie Euskirchen. Tschüss, Alter. Ah, Digga, natürlich, klar. Junge, woher? Woher?
Also Leute, ich muss euch meine WG vorstellen. Klar. Hier haben wir einen Müllreiner, einen Kühlschrank. Ach Junge, Mann, dieser Allmann-Humor. Ich bin wirklich, also Digga, ich bin der größte Allmann. Ich habe Umsatzsteuervoranmeldung 2 Monate, 2 Jahre voraus. Und nicht mal ich lache darüber. Dann haben wir hier Mikrowelle, Wasserjochen, Küchenroland, dann den Pfannwendler, die Schneidbrettina, ein Herdbeer. Ach Mann. Backula. Ach Mann, Digga. Na komm, lass doch. Nicht weiter. Das ist Alex. Kann ich noch unterdrehen? Alex durfte in der 4. Klasse schon rauchen, weil er schon 18 war. Bro, dem geht's ja anders gut da oben. Ganz entspannt. Ja, Digga, bau doch direkt eine ganze Küche da auf. Er hat eine Shisha, einfach auf der Baustelle. Bro. Das ist jetzt unser Abwasser. Ja. Den Helm, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Den tauschen wir jetzt ein hier. Okay. Sitzt meine Frisur noch? Ja, ganz klasse. Ja, das würde ich jetzt auch gern zu dir sagen. Oh, Halbplatz. No joke, no joke, no joke. Immer. Ich check's nicht, Alter. Ich check's nicht, wie die es machen. Wisst ihr, wie ich hier zur Apotheke komme vielleicht? Zur Apotheke. Also ihr müsst einfach nur geradeaus, ihr geht den Weg quasi einfach nur geradeaus, ungefähr 250 Meter und dann links findet ihr sofort die Apotheke. Nein. Warum? Wer ist euer Crush rückwärts? Ja, auf jeden Fall, am besten Fall nicht Regina. Der Crush heißt einfach, ihr Name ist einfach Anal. Emily. Digga, nein. Nein. Wie ehrenlos. Ja, das Ding ist, ich darf das Wort Drogen eigentlich nicht so oft sagen, weil wenn ich das hier jetzt auf YouTube nachher hochladen der Typ, wa? Möchte, dann... Ich heiße auch Lana, ja, aber dein Name ist nicht Anal. Wird das ja ganz schnell entmonetarisiert, wenn ich Drogen... Ich verschenke gleich Subs, will einer, ja, ich nehme. Drogen sage. Ich muss was anderes sagen. Ich muss... Weiß ich nicht. Ich... Rückwärts. Nego... Oh. Jungs, ich schreibe gerade mit so einem süßen Mädchen. Zeig die Olle mal, Bruder. Zeig mal die krass, Bruder. Das ist meine Schwester, du Gottverdammter. Oh, Junge. Ey, Jungs. Wett nicht, treff Jan. Digga, wie dumm. Junge, Digga. Aber nice, dass er im Joke ist, so. Ich war für eine Stunde weg. Für eine Stunde. Ich habe geparkt. Irgendwo und nirgendwo. Hier ist nichts. Überhaupt nichts. Und ich finde diesen Zettel in meinem Auto. Sorry für den Kratzer. Ich kann mir die Reparatur nicht leisten. Hoffe, das ist okay. PS, tropft noch einen schönen Tag. Sorry für den Kratzer, Digga. Digga, was? Sorry für den Kratzer. Sieht das für dich aus wie ein Kratzer, Digga? Was ist denn da passiert, Junge? Das ist kein Kratzer, Digga. Das ist ein Totalschaden. Junge, schau dir das an. Digga, was? Ah, Junge, sehr wild.